Wir lebten in einem Zeitalter der Wunder. Wir webten Magie in Stahl und formten die Elemente mit unseren Worten. Und doch gab es selbst in diesem goldenen Zeitalter Geschichten über die in Dunkelheit stürzende Städte, über eine Macht, die aus den Schatten drang. Wir schenkten ihnen keinen Glauben, bis es uns erwischte. Die Leuchttürme waren schon immer ein Teil unserer Welt gewesen. Wir wussten nie, wer sie erschaffen hatte. Oder dass sie eines Tages zurückkehren würden. Aber wir waren nicht wehrlos. Wir müssen zum Leuchtturm gelangen. Dies ist bösartige Magie. Silo, mach den Weg frei. Los geht's. Hörner, Wutanfälle. Erinnert dich das an jemanden? Sei still und kämpfe. Es sind zu viele. Zum Tor. Wir sind durch. Was jetzt? Nun, Wingrave, entzünden wir den Leuchtturm. Diese Markierungen. Ich schaffe das. Aber ich brauche etwas Zeit. Precursor! Wir müssen ihr Zeit verschaffen! Du Falscher, dies ist Rache für mein Volk. Es tut mir leid. Nein, nur ein bisschen länger. Verdammt! Wir sind so nahe dran. Du hast es vollbracht. Das Licht. Es ist wunderschön. Eure Götter sind tot. Eure Welt gehört uns. Ich erinnere mich. Ich bin Halas Wingrave. Ich war ein Krieger, ein Archon des Imperiums, damit beauftragt, das Licht der Architekten zu den dunkelsten Orten zu tragen und die Kräfte des Bösen zu zermalmen. Wie viel Zeit ist vergangen? Es ist alles sehr vage. Ich erinnere mich an unzählige Feinde, Kultisten, Monster. Jetzt scheint das Imperium von dieser Dunkelheit verschlungen worden zu sein. Anscheinend sind selbst die Architekten gefallen. Aber ihr Licht lebt in mir weiter und ich werde kämpfen, um die zu beschützen, die überlebt haben. Gepriesen seien die Architekten. Ich dachte, wir hätten dich verloren. Wir müssen dich zurück nach Skylight bringen. Jetzt ist keine Zeit für Erklärungen. Du bist in der Düsternis gefangen, aber mit diesem Splitter kannst du die Schatten zerschneiden. Du musst dich beeilen. Ich werde dich so gut wie möglich leiten. Thank you.
Es ist so gut, dich wiederzusehen. Ich dachte schon, wir hätten dich für immer verloren. Mach dir keine Sorgen. Deine Erinnerungen werden im Laufe der Zeit schon zurückkommen. Dieser Kampf fand vor einem Jahr statt und du warst verloren in der Düsternis. Wir haben seither versucht, dich zurückzubringen. Lass es mich dir zeigen. The Eldrin attack was a distraction. The beacon was always the target. We pushed past them and found the creature who was leading the attack. And you did what needed to be done. You fought to the bitter end. And your sacrifice bought me the time we needed. There's so much we don't yet know about the beacon. But its power protects this city. It destroyed our enemies and stopped the Gloom Tear from expanding. We couldn't close the Gloom Gate. But as long as the beacon remains lit, our enemies can't pass through it. And in the year that followed, we've studied it, learned more about this gloom, learned how to bring you back. We survived thanks to you. But the damage is done. Skylight is safe and the land around it. But beyond the Highlands, reality is collapsing into the gloom. There may be other beacons, other places that repel the invaders. The only way to find out is to cut a path through the gloom. And for that, we need Wayfinders. We need you. Dein Opfer und das der anderen hat mir die Zeit verschafft, die ich zum Entzünden des Leuchtturms brauchte. Und das Licht des Leuchtturms hält die Düsternis in Schach. Es ist der einzige Grund, warum wir noch am Leben sind. Wir wissen es immer noch nicht. Vor einem Jahr griffen die Eldrin uns an und brachten den Leuchtturm zum Erlöschen. Und das war der Moment, ab dem sich die Düsternis ausbreitete. Sie korrumpiert und verschlingt die Realität. Der Leuchtturm beschützt uns, aber jenseits seines Lichts hat die Düsternis die Welt verschlungen. Sie hinterlässt nur Schatten und Chaos. Wir wissen nicht, ob noch andere überlebt haben. Deswegen brauchen wir dich. Du hast in der Düsternis überlebt. Du kannst es wieder schaffen. Mit den Werkzeugen, die dir überlassen wurden, kannst du ihre Schatten zerschneiden. Du musst ein Wayfinder sein. Wir wissen immer noch so wenig über die Düsternis. Und so viele Regionen der Welt gingen wegen ihr verloren. Du musst für uns die verlorenen Zonen betreten, um einen Weg durch die Schatten zu finden. Du hast viel durchgemacht. Ich sollte dich damit jetzt nicht behelligen. Am besten siehst du dir an, was von Skylight übrig geblieben ist, und triffst die anderen Suchenden. Du warst einst ein Suchender, du hast es nur vergessen. Vor dem Hereinbrechen der Düsternis untersuchten wir antike Mysterien. Jetzt sind es die Suchenden, die daran arbeiten, Skylight und seine Bewohner am Leben zu halten. Gehe zur großen Halle oberhalb der Plaza. Wolf wird dich treffen wollen. Wir unterhalten uns wieder, nachdem du dich mit ihm und Lord Haler getroffen hast. Willkommen, Wayfinder. Du beehrst uns mit deiner Anwesenheit. Ich kämpfte während des Angriffs gegen die Eldrin, genau wie du. Aber es war dein Opfer, das Skylight gerettet hat. Wolf, vor dem Hereinbrechen der Düsternis war ich ein Offizier des Avar-Imperiums. Jetzt befehlige ich unsere Streitkräfte, so wie sie sind. Es gibt zu viele Bedrohungen, Shrikes, Durchbrüche. Aber das wirst du bald mit eigenen Augen sehen. Wir haben in den nächsten Tagen noch viel zu besprechen. Und bald haben wir auch ein Quartier für dich.
Ein Großteil von Skylight wurde während des Angriffs zerstört und die Bauleute arbeiten so schnell sie können. Du hast noch wichtigere Arbeit vor dir. Jetzt suche zuerst einmal Lord Hala vor der großen Halle auf. Er wird dich vorbereiten auf die vor dir liegenden Aufgaben. Entzückend. Ich bin Lord Hala. Wie du weißt, mein Land und das Dominion selbst wurden von der Düsternis verschlungen. Aber sogar jetzt noch, vor allen Dingen jetzt, haben Namen eine Bedeutung. Ich führe die Arkanisten unter den Suchenden an. Aufgrund einer gewissen Notwendigkeit haben wir unsere Bemühungen auf den Wiederaufbau von Skylight konzentriert. Aber es sind meine Studien der Düsternis, die dir helfen können, nicht mein Wissen um die arkane Erleuchtung. Was wir sicher wissen ist, dass die Düsternis Flora und Fauna verändert und niemals zum Guten. Wenn sie anhält, kann sie ganze Regionen verschlingen und hinterlässt nur Schatten in der Düsternis, also das, was wir als verlorene Zonen bezeichnen. Du wurdest von der Düsternis verschlungen, hast aber überlebt. Nun besitzt du die Macht, sie bis zu einem gewissen Grad zu formen. Der Splitter, den du erhalten hast, fokussiert dieses Geschenk. Nur ein Wayfinder kann eine verlorene Zone betreten. Dies ist jedoch nur ein Hauch deines gesamten Potenzials. Wenn du der Düsternis deinen Willen aufzwingen kannst, dann können wir vielleicht eines Tages den Schaden, der entstanden ist, wieder reparieren. Ich kann dir aber nur von der Düsternis erzählen. Omen kann sie dir zeigen. Kehre zu ihr in der Nähe des Düsternistors zurück, Wayfinder. Sie kann dich auf den nächsten Schritten deiner Reise anführen. Mit Wolf und Lord Hala gesprochen? Ich bin mir sicher, dass du noch viele Fragen hast. Aber der beste Weg, die Düsternis zu verstehen, besteht darin, sie einmal selbst zu erleben. Die Düsternis verschlingt unsere Welt. Unser Leuchtturm hält sie in Schach, aber vieles ging verloren, bevor er entzündet wurde. Jenseits von Skylight findest du Durchbrüche, wo die Düsternis unserer Welt einzelne Elemente entrissen hat. Mit Hilfe des fokussierenden Splitters kannst du durch Durchbrüche gelangen, um einen Schatten dessen zu erreichen, was verloren ging. Was wir als verlorene Zonen bezeichnen. Sie sind instabil, unvorhersehbar und spiegeln das wider, was war oder was hätte sein können. Uns läuft die Zeit davon. Die Düsternis lässt unsere Verteidigungen zerbrechen und wir wissen nicht, wie man sie aufhalten kann. Du musst für uns die verlorenen Zonen erkunden, um einen Weg zu finden, wie man gegen die Düsternis kämpfen, unsere Welt zurückerobern kann. Wir wissen, dass das große Tor hinter mir der Schlüssel ist. Theoretisch kannst du jede verlorene Zone erreichen, wenn du durch dieses Tor trittst. In der Praxis aber gibt es Einschränkungen. Üblicherweise musst du einen Durchbruch direkt finden und ihn betreten, um eine verlorene Zone das erste Mal zu besuchen. Danach kannst du ihn und jeden anderen Durchbruch, den du gefunden hast, durch dieses Tor betreten. Du kannst allerdings nicht per Zufall auf einen Durchbruch treffen. Du brauchst eine Verbindung zur verlorenen Zone, um durch ihn durchzukommen. Dies bedeutet entweder das Auffinden eines Objekts aus der Zone, oder das Erleben eines Ereignisses, das mit ihr verbunden ist. Fürs Erste habe ich eine einzige Verbindung, die ich mit dir teilen kann. Die Codex-Hallen von Aurelion. Da, geh zum Tor. Folge der Verbindung, die ich dir überlassen habe, und kehre in die Düsternis zurück. Der Splitter, den du bisher verwendet hast, ist ein unvollständiges Werkzeug. Finde eine Codex-Glut in der Düsternis. Dann können wir deinen fokussierenden Splitter in einen kompletten Dolch der Düsternis verwandeln,
mit dessen Hilfe du dein volles Potenzial entfesseln kannst.